Das Damen-Gambit-Star Anya Taylor-Joy hat geheiratet. Sie gab dem Musiker Malcolm McRae in Venedig das Ja-Wort. Bisher hatten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Mai 2021 sollen sie ein Paar geworden sein. Dem Bericht zufolge wohnten rund 150 Gäste der Trauung bei. Darunter befanden sich diverse Hollywood-Stars wie Cara Delevingne und Julia Garner. Auch Schauspieler Nicholas Hoult wurde gesichtet. Er stand neben Taylor-Joy in der ungewöhnlichen Satire The Menu vor der Kamera. Die märchenhafte Trauung in der Lagunenstadt soll nicht billig gewesen sein. Laut Daily Mail sei ein italienisches Planungsunternehmen engagiert worden, dessen Angebote erst bei 250.000 britischen Pfund, also etwa 290.000 Euro, anfangen.